Fitness mit Gewitter Richtung Harz. Berlin to New York, Episode 2. Ich werde mir jedes Video von Ada angucken. Guten Morgen. Morgen, neuer Tag. Der ist schon Tag 8 oder so, ne? Heute ist Tag 3. Ich glaube, das ist auch das Intro dann fürs zweite Video. Heute Nacht sehr kalt gewesen. Wirklich sehr kalt. Also ich glaube, heute waren es irgendwie 0 Grad über Nacht. Hat sich über der Wiese so ein bisschen Frost gebildet, weißt du? Hab ich auch gut gemerkt, aber Gott sei Dank sind dieses Equipment, was ich habe, schon warm. Also hier, Boris, ich glaube, Real gewinnt. Schon sehr frisch. Die Wäsche, die wir gestern aufgegangen haben, stießen insgesamt. Und dann heißt es erstmal wieder Kilometer sammeln. 5 bis zum welchen Ort laufen wir jetzt? Görnitz. Görnitz. Ich glaube, das sind ungefähr wieder 30 Kilometer. Danach gucken wir weiter. Die nächsten Tage soll es wohl auch regnen. Ich hoffe, dass es nicht regnen wird. Kälte und Regen, noch nerviger. Kein Problem, wir machen weiter. Hier, er macht alles richtig. Diese Unterhosen sind es nämlich. Dunkle Unterhosen. Schmeißt eure weißen Unterhosen weg. Ihr werdet damit früher oder später Probleme bekommen. So, jetzt habe ich es gesagt. Wir sehen uns in 30 Kilometern, wa? Beim nächsten Ziel. Später. Bis später. Calvin Klein, aber schlechteste Unterhosen, Eli. Schlechte Unterhosen, Calvin Klein? Ich habe auch immer Calvin Klein an. Die sind doch gut, die Unterhosen. Ich find die gut. Die gehen nicht so krass in den Arsch. Die Klöten werden nicht so eingeklemmt. Also alles top, finde ich. Extra, extra, read all about it. Morgendliche Lauf hat angefangen, gerade vor 200 Metern angefangen, aber Wege sind wieder sehr holprig, sehr viele Schlaglöcher. Ich komme immer langsam erst voran, das regt mich ein bisschen auf. Also ich kann die Pace nicht so hoch halten, aber wir kommen voran. Das ist das Wichtigste. Überall Schlamm, Sand, aber ja, geh schon fit. Was sehr oft ein Struggle ist in meinem Kopf, dass ich so langsam laufen muss. Also ich gucke immer auf meine Uhr, dann sehe ich so die Pace. Also dass ich nicht so schnell vorankomme und es triggert mich. Also wenn ich schneller laufen würde, ist das Risiko höher. Ich habe keine CR7000. Dass ich vielleicht ein Schlagloch oder einen Stock oder so übersehe bei den Wegen hier. Deswegen muss ich dieses aus meinem Kopf ausschalten und muss einfach versuchen, die Kilometer abzuarbeiten über den Tag. Ob es am Ende ein bisschen länger dauert, dann ist es halt so. Aber ich muss versuchen, das Risiko zu minimieren und auf diese anderen Gegebenheiten ein bisschen so in meinem Kopf auszuschalten. Am Ende kommt es darauf an, dass ich über den Tag die Kilometer abgearbeitet habe. Ja, also ich weiß, was er meint. So, die Leute, also wenn ihn Leute wirklich anmachen, weil er jetzt nicht schnell nach New York kommt oder halt 3 Tage länger braucht als geplant, die soll sich wirklich, also die soll sich mal straffen. Also offiziell, Kami Jojo April macht, was er will. Vor einer Stunde dachte ich, es ist jetzt. Wann warst du letzte Mal joggen? Boah, eigentlich peinlich, ne? Ich war letzte Mal joggen. Richtig joggen? Das ist August 2023 gewesen. In der Vorbereitung von Delay Sports. Dann hatte ich eine OP. Da war ich mal zwischenzeitlich Reha, aber da gehst du nicht joggen, dann, sondern Fahrrad. Also joggen, das ist jetzt schon vor meiner OP. Krass, ne? Aber was soll ich machen? Früher bin ich jede Woche joggen gegangen, wo ich noch richtig so in meiner Fitness-Dings war. Habe ich immer einmal die Woche Cardio gemacht. Dezember, Winter ausgebrochen. Jetzt auf einmal so warm geworden. Ist ja geisteskrank. Also der Unterschied, wenn die Sonne scheint im Schatten, ist crazy. Jetzt hab ich die ganzen Sachen hier reingeklemmt. Meine Mütze, mein Schal und so. Aber man merkt, wenn ich durch die Sonne laufe, ist es übertrieben heiß. Und wie jetzt gerade im Schatten, ist der Wind voll frisch. Wie bist du da gelaufen? Ich bin immer 10 Kilometer gelaufen. In einem kleinen Dorf, irgendwo und nirgendwo. Super. Wenn ihr eine Sache habt, einmal die Woche. Egal was für eine Lebenssituation ihr seid, egal was euch bevorsteht, jeder Mensch verspürt. Und das fand ich anstrengend. 10 Kilometer, eine Stunde fand ich schon so. Kriegst du auch schneller hin? Ne? Kriegst du auch langsamer hin? Aber fand ich immer scheiße an, also fand ich immer nervig. Deswegen finde ich es so krank, was er macht. Irgendwo auf eine Art und Weise Angst. Das ist eine Emotion, also oder Respekt für eine Sache. Das ist eine Emotion, die kann man schwer unterdrücken. Dieses Gefühl hat jeder von uns. Der eine etwas stärker, der andere etwas vielleicht weniger. Und viele denken, dass wenn man Angst hat vor etwas oder sich vor etwas scheut, dass man Schwäche zeigt. Ist aber nicht so. Du zeigst erst Schwäche, wenn du dich der Angst nicht stellst. Ja, aufgibst. Und dich verkriechst. Deswegen, egal was euch bevorsteht, ob es sportlich ist, ob es Arbeit ist, ob es schulisch ist oder was auch immer, irgendein Wettbewerb, versucht euch eure Angst zu stellen, weil aus der Sache könnt ihr nur als Gewinner raus. Ihr geht erst als Verlierer raus, wenn ihr euch der Sache den Rücken wendet und euch verkriecht. Egal was vor euch steht, geht die Sache an. Was am Ende dabei rauskommt, kannst du auch
nicht immer beeinflussen. Das Einzige, was du beeinflussen ist, ist, dass du dein Bestes gibst. Und versuchst, an deine Grenzen zu gehen. Haut der Typ dir da nochmal eine Motivationsrede raus, ne? Nach Kilometer 750. Also, ja, er hat recht. Ich kann es, um es kurz zu machen, ich kann es genauso unterschreiben. Macht euer Ding. Ihr habt erst verloren, wenn ihr es nicht macht. Viele beziehen das immer auf Kohle oder unternehmerische Dinge. Ich meine wirklich alle Lebenssituationen. Crush ansprechen, lernen, ins Fitnessstudio gehen oder, keine Ahnung, im Fußball Angst haben vor irgendwelchen Situationen. Keine Angst haben, einfach machen. Wenn er nicht aufs Tor schießt, kann er auch kein Tor machen. Snowfall geguckt. So, ich mache mir jetzt richtig viele Hater. Einmal aufwirbeln. Ich war 15 Stunden im Zug in den letzten 2 Tagen, habe Snowfall geguckt bis Folge 8. Und ich bin kurz vorm Rage Quit. Ich weiß, dass die sehr gehypt ist, die Serie. Boah. Aber da gab es 2, 3 gute Folgen. Hat mich nicht ganz aus den Socken gehaut. Muss ich wirklich sagen. Warum? Irgendwie, ich weiß nicht. Als ich den Vergleich Breaking Bad gehört habe, war ich neugierig. Das ist auf jeden Fall nicht Breaking Bad. Aber vielleicht wird es noch besser. Ich bin Folge 8 und sage, ist gut, ist okay. Hier war gerade ein Schuss. Ich glaube, hier ist irgendwo ein Jäger. Und da war ein Gejaule. Es war so ein stumpfer Wump und dann so ein... Ja, Breaking Bad war erste Staffel auch nicht so das Beste, deswegen gehe ich da noch tiefer rein. Aber ja. Hier ist, glaube ich, jemand am Jagen oder was auch immer das sein soll. Weil hier sind auch überall diese Jagdhäuser, wo man so oben sitzt, wo die, glaube ich, so anvisieren und so. Hier ist zum Beispiel einer. So, wir sind bei Kilometer 11 mittlerweile. Jetzt bin ich im Stadtteil Deetz. Keine Ahnung, wo das ist. Läuft gut. Mittlerweile Landstraße auch überquert. Super, Essen. Servus. Ich laufe immer auf der Gegenstraßenseite. Jetzt kommt hier ein Traktor. Jetzt halte ich kurz hier an. Lass ihn vorbeifahren. Ich bin dann wieder auf die Straße. Mittlerweile bei Kilometer 15. Ich glaube noch so 15. Dann sind wir am Ort angekommen. Kurz was Kleines trinken. Halbmarathon haben wir jetzt. Digga, man denkt, er ist am Arsch der Welt, ne? Ich schwöre, er ist nicht so weit weg. Linden. Ich gucke jetzt nach, wo Linden ist. Da seht ihr, wie krank auf Linden. Chat? Ich sage euch jetzt, wie lange ich dahin brauche. Das ist in der Nähe von Hessen. Ich brauche nach Linden 3 Stunden mit Auto. Lindau. Warte mal, ist er in Lindau? Lindau. Okay, Lindau ist noch näher dran. 205. Warte mal. Ich brauche nach Lindau 2:20 mit Auto. Er ist in Niedersachsen gerade. Das ist so heftig, ne? Da merkt ihr erstmal, wie krank das ist. Wie viel so ein Auto, wie viel Arbeit denn das einen abnimmt. Der hat noch so viel vor sich. Es ist so hart, ich schwör's dir. Der ist gerade 2 Stunden mit Auto also mit dem Video, der ist ja jetzt mittlerweile weiter, aber der wird wahrscheinlich durch Belgien, der wird bald, nee, ich weiß nicht, wo er langläuft. Er läuft durch Belgien oder durch die Niederlande und dann läuft er durch Frankreich und wird dann durch Spanien, er muss komplett durch Spanien laufen. Obwohl, nee, er läuft so oben lang wahrscheinlich. Ja, er läuft oben lang. An der Küste wird er die ganze Zeit lang laufen. Und dann kommt er in Porto runter. Okay, krass. Ist auch im Kasten. Weiter geht's. Ich muss jetzt hier warten, ist diese Schranke. Ich glaube, gleich kommt ein Zug. Wir sind jetzt bei Kilometer 28. Ich glaube, es sind noch so 5 Kilometer oder 4 Kilometer oder so. Ada wird auf TikTok krass gehatet, das ist so traurig. Ach, jeder wird auf TikTok gehatet. Ich habe es predicted. Ich habe es predicted, als wir in der Streaming-Woche waren. Das ist völlig normal. Wenn jemand erfolgreich ist und Ada ist gerade sehr im Hype, dann passiert sowas automatisch. Jeder. Die sind so lächerlich, die Leute. Er ist hier immer nur sollte und einfach fertig. Die sind auch teilweise so dumm. Die sagen, hä, warum gibt niemand so, wenn der Kameramann der Kameramann läuft doch auch damit. Der Kameramann läuft nicht, mein Freund. Der ist auf irgendeinem Fortbewegungsmittel. Meistens ein Auto, meistens ein Fahrrad, meistens ein Roller oder sowas, weiß ich. Der läuft nicht auch damit. Fine. 32 Kilometer. Das war eine kleine Pause. Was waren für Wege? Viel Landstraßen. Ach, guck mal, hier sieht man, wo er ist. Er hat 341 Kilometer. Kilometer am Tag 42. Berlin, er ist gerade in Erfurt. Guck mal. Er läuft hier durch. Er läuft entweder durch Belgien, ich dachte hier Niederlande, ich wusste nicht, ich hätte gedacht, vielleicht ist er gerade hier. Ich habe das nicht genau gesehen, ich dachte, vielleicht läuft er so. Also er läuft auf jeden Fall hier so durch Luxemburg wahrscheinlich oder Belgien, eins von beiden.
Und dann muss er komplett einmal durch Frankreich rennen. Ja, er muss hier lang rennen. Er muss hier einmal komplett durchrennen. Hier unten lang. Dann Spanien und dann läuft er hier oben lang. Er meinte, er läuft durch Bilbao und Bilbao ist hier oben. Er läuft dann hier so lang und ich glaube hier dann an der Küste nach Porto. Und von dort an fliegt er, weil er nicht schwimmen kann, Lacher. Warum schwimmt er nicht einfach über den Atlantik? Was ein Lacher, Digga. Der fliegt dann irgendwo, warte, ich weiß nicht, wo ich bin. Wo bin ich? Tennessee, Kentucky. Oh, jetzt kracht's hart. Auf jeden Fall fliegt er dann irgendwo hier, glaube ich, nach Boston und dann läuft er nochmal runter. Kampf gegen Hai oder Lacher, ehrlich. Diesmal, Anfang viel Wald. Ohne Schwimmen, richtig. Eigentlich alles mögliche wieder, von allem mit dabei. Ich habe übertrieben Durst. Achso, an alle, die die Daten und so mitverfolgen wollen, folgt mir alle auf Strava. Unten ist der Link. Strava, Digga. Meine Hose lüftet gerade draußen. Ich nehme jetzt erstmal hier kurz meine Supplements und danach mache ich mir was zu essen. Wahrscheinlich wieder Cornflakes. Ich hab Bock auf so einen Apfel. Schon krass, wie intensiv die Phase ist. Heute ist Tag 3. Es fühlt sich irgendwie an, als ob wir schon seit 3 Wochen unterwegs sind. Ich glaube, dadurch, dass du halt öfter läufst am Tag, sind wir jetzt gefühlt beim 6. Tag schon, statt beim 3. Ja, so auch. Nee, auch so von den Einflüssen. Also weil wir ja jeden Tag was anderes sehen. Yeah. Jeden Tag landen wir woanders. Auch dieses Ungewisse, das macht die ganze Sache so viel intensiver. Also du nimmst die ganze Außenwahrnehmung viel intensiver wahr. Deswegen fühlt sich der Tag einerseits kurz an, aber einerseits auch voll. Was, wenn er krank wird? Digga, es gibt so viele Fragen, der echte Sammer. Der Typ ist crazy. Was ist, wenn er krank wird? Was ist, wenn er sich verletzt? Was ist, wenn er sich irgendwie, keine Ahnung, Technik im Arsch ist oder sonst was? Oder er irgendwie nicht weiterlaufen kann oder das nicht weiter dokumentieren kann? Da gibt es so viele verschiedene Sachen. Aber deswegen hat der Mann ja meinen Respekt. Der sagt ja, egal, scheiß drauf, ich mach's trotzdem. Risikohaft? Manchmal muss man Risiken eingehen. Dann wird er wahrscheinlich ein paar Tage Pause machen. Und ich sage es euch, das wird passieren. Ich hoffe es natürlich nicht, aber er wird sich irgendwann mal... Also der Typ ist schon ein Phänomen, aber... Der muss manchmal vielleicht, wenn er sich nicht gut fühlt, das Schlimmste, was er machen kann, ist dann 50 Kilometer zu rennen. Ne? Vielleicht 1-2 Tage Pause machen, was völlig in Ordnung ist. Und dann einfach mal auf diese Leute, die dann nur Kacke labern, nicht hören. Sondern sagen, hey, lieber 1-2 Tage Pause machen, wenn mal irgendwie die Leiste zwickt. Und dann vernünftig weiterlaufen. Das muss er so professionell, muss er da denken und darf nicht auf die Leute hören. Weil ich weiß, dass er sich provozieren lässt von denen teilweise. Darf er nicht. Voll lange, voll komisch irgendwie. Heute kochen wir auch hier. Ich habe ihn durch Fußball und Pesto. Das ist es. Wir haben zusammen gespielt. Ich glaube, bis zur nächsten Ortschaft, wo es wirklich auch wieder Zivilisation gibt, ist, glaube ich, 16, 17 Kilometer entfernt, ne? Ja, nochmal 20. Oder 20? Keine Ahnung. Irgendwas so zwischen 16 und 20 Kilometer. Das machen wir heute Abend. Kann er gut spielen? Er war damals schon fit. Er war so ein schneller, fitter Rechtsverteidiger. Der hat sein Ding gemacht. War ganz gut. Also Ada war ganz gut. War cool. So ein stabiler Rechtsverteidiger. War aber jetzt auch kein Weltspieler, ne? War ein guter Rechtsverteidiger. Abend auch noch und dann sind wir dort. Und dann haben wir heute, glaube ich, auch wieder so mindestens 47 bis 50. Ich weiß nicht, je nachdem, ob es 16 sind oder 20 Kilometer. Also läuft dann alles super. Ja, da ist die Linie hoch und runter gerannt. Damit ich ein bisschen mehr Überblick habe darüber. Angst zu wenig oder Angst zu viel? Angst zu wenig. Zu viel. Schnell, einfach funktioniert. Banane, Haferflocken, Whey Shake, alles drin, was man braucht eigentlich. Grüner Apfel. Mhm. Grüner oder roter Apfel? Grün natürlich. Safe grüner Apfel, viel besser. Ich weiß, normalerweise Obst größer Süßigkeiten, aber ein bisschen schnellen Zucker vor dem zweiten Lauf. Keine Carbs. Super. Grün auf die 1. Achso, Tag 3. Es geht in die zweite Runde. Jetzt 17 Kilometer ungefähr bis zum nächsten Dorf, wo wir dann hoffentlich heute Abend schlafen werden. Richtung Sachsen-Anhalt. Also wir sind auf Brandenburg raus. Kalle an der Saale oder so. Ich würde sagen, ich lauf los. Was hast du? Ha? Hals? Ich habe vorhin eine Fliege verschluckt. Sie ist straight in meinen Hals geflogen einfach. Egal, ein bisschen Eiweiß. Wir sehen uns später. Später. Ich glaube, auf der Reise werde ich jeden begehbaren Boden, den es gibt, mal betreten. Heutigen Lauf auf dem Menü steht glückliche Steine. Super. Super. Boah, Digga. Das ist ja nicht so unstabil, die Brücke. Digga, die bauen so krass. Chat. Hast du Chat? Ich finde, es sieht voll idyllisch aus, wo er der ganze Zeit lang rennt. Ich schwör's dir. Ich glaube, der Typ wird als neuer Mensch zurückkommen. Der wird seinen Seelenfrieden finden. Das ist richtig. Wahrscheinlich eine sehr alte Brücke, aber geile Aussicht. Umfrage 50-50.
So viele stehen eher auf rote Äpfel. Ich finde, rote Äpfel sind meistens süßer und ich bin eher so ein saurer Typ. Ich liebe saure Früchte. Brombeeren, also da müssen die auch sauer sein, ne? Ich mag keine Brombeeren, Johannisbeeren. Himbeeren sind nicht sauer, aber die sind geil. Ich mag zum Beispiel keine Erdbeeren. Zitronen logischerweise. Ich hau mir manchmal so einfach Zitrone ein. Sauer ist voll geil. Eine Runde schwimmen. Granatapfel geil. Die Sauerkirschen besser, ganz normale Kirschen. Es sind 17 Kilometer jetzt bis zum nächsten Spot. Wir sind jetzt Richtung Sachsen-Anhalt. Also wir sind offiziell aus Brandenburg raus. Mal gucken, so geil, was für ein Ort das ist. Ob wir dort irgendwo schlafen können oder uns breit machen können mit dem Zelt. Kilometer 1 geschafft. Darum hätte ich erstmal eine Limette. Limette auch geil. Ungefähr. Sehr befahrene Straße. Erwin aber und Tim lieber. Taktik mit dem Gegenüberlaufen, dass ich Autos sehe und zur Seite gehen, funktioniert super. Boah, Digga, das nervt so krass. Ich schwöre, das sieht so cool da aus. Bei jedem Auto, was sich vorbeifährt und wegen mir so einen Schlenker machen muss, entschuldige ich mich die ganze Zeit. Ich mache die ganze Zeit so. Ich habe schon Pump in der Schulter bekommen, deswegen. Anders, ja. Super. Super ist es. Ich brauche noch Paddlern. Der. Ich glaube, der Mann hat so eine Käsemolken immer. Seine Schuhe haben da echt einen Quarantänebereich verdient. Ich glaube, die sind da so am Mocken, seine Schuhe. Nach 50 Kilometer jeden Tag. Die sind am Mocken. Du hast es so befahren, du musst das sehr mit Augen machen. Die Schlippe ja. Auch, ja. Aber geht schon. Sei einfach nass in deinem Schießhaft. Bau der Brücke. Er ist so ein sympathischer. Ja, das ist sehr sympathisch. Danke, Bro. Dankeschön. Ciao, ciao. Ganz kleiner Schlenki. Hier, vor 2 Jahren haben wir ein Video aufgenommen. Das ist sogar fast 3 Jahre her. Ich kann mich noch an den Tag erinnern. Training Eskalation beim Asiaten mit Eli Geller. Da wusste er noch gar nicht, wie YouTube funktioniert. Und ich meinte zu ihm schon damals, Digga, bitte fang an mit YouTube, weil der hat sich ja nicht verändert. Der ist schon immer so mit Essen und so gewesen. Und er wusste nicht, wie er Intro aufnehmen sollte und sowas. Und damals war ich auch noch ein bisschen kleiner. Wo ist denn das gewesen? Hier, 20.01.2022. Und dann hat er mich so gefragt, Eli, können wir vielleicht ein Video aufnehmen und so. Dann hat es so ein paar Aufrufe. Ich glaube, das Video hatte damals, keine Ahnung, 5000 Aufrufe oder so. Und das war voll viel für Ada damals. Das ist ja viel für einen neuen YouTuber. Und ich fand es so lustig, dass er so nicht überhaupt nicht wusste, was abgeht. Also, hey Freunde, hier ist wieder Ada auf jeden Fall. Nice. Wir gehen heute mit Timo und mit Eli. Lasst auf jeden Fall ein Like da, lasst ein Abo da. Wir nehmen euch heute mit zum Schulter-Arm-Workout. Guck mal, das Video, er hat nicht geredet. Er hat die ganze Zeit nicht geredet. Boah, da war Eli Cholo auch noch gut. Im Supersatz, glaube ich. Aber ja, kleine Abschlenker. Und das freut mich dann natürlich zu sehen, dass es jetzt so abgeht. Guck mal hier, Digga, was hier los ist auf seinen Kanälen. Und ja, finde ich geil. 10 Kilometer. Können wir pennen? Nee, wa? Was? Sensali, Ömer Faruk im 40. Monat. Hier kann ich ja kein Zelt aufbauen. So, und der Faruk, danke für 40. Noch was oder so Pensionen oder so mal anfragen. Können wir machen. Habt schon geguckt, wo Pension ist? Kilometer? Da muss ich ja noch hinlaufen, wa? Ja. Die Autos sind gebrettert. Ich musste so viel Pause machen die ganze Zeit, weil da war gar kein Gehweg. Und ich glaube, die Landstraße war mit 100. Sie sind so an mir vorbeigebrettert. Ich habe einfach Pump bekommen in meiner Schulter. Immer bei jedem Auto, ich habe mich so entschuldigt mit der Hand so einer auf Dings. Und ich bin immer so ein Stück vorbeigegangen. Bei normalen Autos war der Druck vom Wind nicht so krass. Aber da sind ein paar Mal so LKWs. Oleg, so eine Druckwelle, wenn die so mit 100 an dir so 2 Meter, 3 Meter an dir vorbeibrettern. Liebe Grüße an die Jungs, die mich angehubt haben und gegrüßt haben. Super Sinis. Und auch an die Fahrradfahrer. Geil, ja. Also sagst du, es ist Finish für heute, ne? Wie viel haben wir heute insgesamt? Über 50. Lara. Soll erfüllt, ne? Mit 42. Ja, ja. Also Ultra ist wieder gemacht worden. Hast du Hunger? Ja, aber lass gleich was kochen. Aber ich will erstmal geduscht haben. Was machen wir? Nudeln, Thunfisch. Wo duscht er denn? Hatte. Pesto, Ei. Also mal Zeit. Könnte ich die ganze Zeit nur Bowls fressen. Ich schwör's dir. Ich laufe jeden Meter. Was bedeutet Super Sinis? Ich glaube, das ist türkisch und das heißt sowas wie... sehr gut oder so, oder? Das sagt er jedes Mal nach jedem Wort. Ihr seid super, heißt das. Ja, okay. Müssen wir mal gucken, wo die Pension ist. Ich laufe jetzt hier zu der Pension, wo ihr hier sein soll. Die haben sogar Sauna hier. Super.
Sauna am Lorenz. Oh, die Schüssel hat zu, oder? Haben die zu? Oh nein. Weil die zu haben, ne? Eine Ewigkeit später. Oh, Gott sei Dank hat's geklappt jetzt, ja. Bei meinem Umzug habe ich kein Umzugsunternehmen beauftragt, sondern Ada. Der hat da 17 Kisten auf einmal geschleppt. Ich schwör's dir, der hat richtig schwere Sachen und einmal hin und zurück. Das ist auch Ada, sage ich, könnte sogar ein Umzugsunternehmen aufmachen und dann müsste er selber aber schleppen. Der Mann ist so effizient. Der haut dir 7 Kisten auf einen Stapel rein und dann wieder raus. Und der ist so fit, der geht auch, der kann Treppen hoch, runter, egal. Ich sag dir, in ihn steckt ein Top 100 Umzugsunternehmer. Gott sei Dank hat's geklappt. Ja, wir sind von einem Ort zum anderen ausgelaufen. Dorthin, die Pension hatte zu, hier hatte das zu. Jetzt hat uns eine Pension aufgenommen, wie ihr sehen könnt. Oh, jetzt erstmal 300 Klimmzüge. Okay, ich gehe jetzt duschen. Ich mache aber, glaube ich, noch ein paar Liegestütze. Ja. Ach, wirklich. Ehrlich. Oh. Ja, doch klar, oder? Oh, diese warme Dusche, kannst du mich kurz aufreißen? Oh, die warme Dusche war unglaublich. Die warme Dusche war wirklich unglaublich. Jetzt machen wir uns gleich was zu essen. Wir warten nur noch, bis das YouTube-Video hochgeladen ist. Digga, hätten wir kein Internet. Also Internet ist eh Katastrophe hier. Aber mit allen Hotspot und allen Dings haben wir es jetzt irgendwie noch hingekratzt bekommen. Es kommt gleich online und dann basteln wir uns schnell hier noch was zu essen. Und dann geht's schön schlafen, ja. Im Bett. Und morgen geht der Grind weiter. Freue mich auf die Icon League. Vielen Dank. Wir machen jetzt hier Freestyle. Nudeln einfach mit Pesto und Thunfisch. Auf ganz minimalistisch. Wir haben ja auch noch Tofu. Schwarzkümmel habe ich auch nicht genommen. Dieser Tag heute war wirklich geisteskrank. Wir konnten das Video nicht hochladen, weil Internet nicht funktioniert hat am Ende. Wir wussten nicht, wo wir schlafen können, also weil wir in der Stadt sind. Das ist wirklich ein Dorf. Das ist wirklich ein Dorf. Hier gab es wirklich nirgendwo eine Wiese, wo man irgendwie mein Zelt aufschlagen kann. Jetzt haben wir Gott sei Dank eine Pension gefunden. Noch nichts hier drin. Sieht aber sehr danach aus. Aber ich sag dir ehrlich, Nudeln mit Thunfisch und Pesto hat man eigentlich alles drin, was man braucht. Eiweiß, bisschen mit Schwermetallen. Bisschen gute karpfische Nudeln. Cyborg-Metall passt eigentlich, so ist ein bisschen Schwermetall auf Thunfisch. Wir befinden uns in diesem großen Auto, wo das Kamerateam, also die Jungs, Paul, Adet, drin schlafen und hausen. Aber guckt euch das an. Da ist so viel Equipment drin, auch Klamotten und Essen etc. Morgen ist ja der vierte Tag, also morgen ist Freitag. Morgen kommt noch ein Assistent, weil Paul braucht noch jemanden und Adet braucht noch jemanden, ja, für den Content. Kameraleute heißen immer Paul. Ich habe auch einen Fotograf, der heißt Paul. Leute, die sich mit Technik auskennen, heißen immer Paul. Der kommt mit einem zweiten Auto. Da kann man dann wenigstens die Sachen ein bisschen lagern und man kann hier als Jogin willkommen sitzen. Weil, bitte. Das ist an. Das ist wirklich Gänsehaut. Warum sagen Leute, Adam macht das nur für Aufmerksamkeit? Weil die Leute was zum Haten brauchen, mein Freund. Das wird noch schlimmer bei ihm, sage ich. Aber ein Glück hat er viel mehr Leute, die ihn supporten, ist immer so. An die zukünftigen Leute da draußen, die auch irgendwas erreichen, merkt euch immer, es mögen euch höchstwahrscheinlich, kommt ein bisschen drauf an, was ihr macht, mehr Leute, als es mehr euch hassen. Wenn du größer wirst, Ada wird immer größer, dann hassen ihn nicht mehr 100 Leute, sondern 1000 Leute oder 2000 Leute. Das ist bei allen so. Und das ist halt jetzt bei so einer Sache auch so. Natürlich macht er das auch wegen Aufmerksamkeit. Was ist daran schlimm? Natürlich macht er das auch deswegen. Ist doch schlau. Und er macht das so, um Leute zu motivieren. Oder um was zu hinterlassen. Ist auch für ihn natürlich Business. Aber das ist doch nicht schlimm. Na, die Leute sind blöd teilweise. Das ist eine Waage mit Dynamo. Als ob ich so ein Beyblade aufdrehe irgendwie. Weißt du? Ja, brauchst Batterie nicht wechseln. So, wollen wir morgen bei Netto einen Einweggrill holen? Carlo, danke für 7. Hast du Jück und so? Ja. 2 Millionen Special nicht, mit Toni im Stream. Bei dem Netto hier bekommen. Und die werden öfter kommen. Mit Toni die Streams werden dieses Jahr oft kommen. Wegen der Iconigkeit, ne? Das weiß ich nicht, ob das 2 Millionen Special ist. War ein bisschen al dente, aber ein bisschen bissfester ist besser, oder? Probier nochmal. Bissfester immer besser. Ja, passt. Ich habe mich noch nie über Nudeln so gefreut, weißt du? Ich muss nochmal Stopp drücken zu Nudeln. Kleiner Lifehack, das hat Ada auch mal zu mir gesagt. Er hat immer zu mir gesagt, Nudeln al dente kochen, wenn ihr zunehmen wollt, weil dann müsst ihr die nicht so lange kauen und es ist nicht so pappig, sondern ihr könnt sie schaufeln mit einem Löffel. Dann könnt ihr die schaufeln und müsst nicht so lange drauf kauen, sondern könnt die besser schlucken. So. Wie heißt das? Schaufeln. Reinschaufeln.
Da seht ihr den Löffel. Unglaublich. Ohne Spaß. Ich sag euch, so wie es ist, schmeckt gerade wie das beste Essen der Welt. Ich könnte mir jetzt nichts Besseres vorstellen als Nudeln, Thunfisch und Pesto. Super. Protein Ribs. Protein Nutella. Guten Morgen. Morgen. Wie war die Nacht? War sehr gut warm. Hatten wir Glück gehabt. Mal gucken, wo wir heute landen werden. Ich nehme jetzt hier meine Subs noch. Das neue Endurance Perfect Base von ESN. Ist auch alles mit drin. Kreatin etc. Sogar etwas rote Beete mit dabei. Ingwer-Extrakt, Leucin, Kollagen-Peptides. Super. Und Daily nehme ich auch nochmal zusätzlich. Wir suchen jetzt den nächsten Ort raus, wo wir hin müssen. Hab sehr gemütlich geschlafen, schön warm gewesen. Bisschen erholt wenigstens. Ja. Gut, freut mich zu hören. Vielen lieben Dank. Ciao, ja, ciao. Dankeschön. Tschüss, alles Gute. Dankeschön. Let's go. Okay, Bro, später. Später. Ich bin wieder back on track. Tag 4, erster Lauf des Tages. Ich weiß nicht, ob man mich hört. Ich schrei jetzt mal. Aber es ist so ein kranker Gegenwind. Es fühlt sich an, als ob ich, keine Ahnung, die ganze Zeit jemanden wegschieben muss. Maurice, danke für deinen Satz. Mach Meter. Arbeitet dafür, seid fleißig. Lori, danke für Lasst euch von niemandem etwas reinreden. Egal wie unwahrscheinlich. Der tägliche Motivationsspruch. Es für andere erscheint, was ihr erreichen wollt. Wenn ihr fest daran glaubt, ihr selber. Dann könnt ihr das erreichen. Das stimmt. Ich glaube sehr fest. Ich glaube aber auch, weil das wird jetzt öfter kommen, wenn du alleine durch den Wald läufst und du stundenlang alleine bist, dann denkst du über so eine Sache nach. Das ist bei mir auch abends voll oft so. Abends, wenn du so ein bisschen für dich selbst bist, dann bist du irgendwie emotionaler und denkst vielleicht ein bisschen mehr über solche Dinge nach. Und das ist bei ihm wahrscheinlich hier der Fall. Und dann will er euch das wiedergeben. Das wird noch öfter kommen. Egal wie lange es dauert, halt immer dran fest. Bei dem einen geht's schneller, bei dem anderen dauert's länger. Aber beißt euch fest, es wird sich lohnen, egal was ihr anstrebt. Egal. Egal wie alt ihr seid, egal in was für einer Lebenssituation ihr euch befindet, gibt alles. Also ich bin jetzt hier an dem Ort, ich komme hier nicht vorbei, aber ich frage jetzt mal die Leute auf der Baustelle, dass ich hier durchlaufen kann, weil sonst geht das nicht. Verzeihen Sie, ich bin Ultraläufer und ich muss hier durchlaufen. Ultraläufer. Ich versuche nach Porto zu laufen. Das hört sich jetzt ein bisschen komisch an, aber ich bin hier. Tut mir leid, dass ich hier Baustelle, weil ich kann nicht anders rumlaufen. Wenn es, ja, ist es okay? Du bist lang, ja, du bist immer so weit, oder? Ja, es tut mir leid. Also ich wollte nicht, dass sie. Wollte nur Bescheid sagen. Ich bin auf dem Weg nach Portugal. Nach Portugal? Ja. Alter, schön. Dankeschön, ciao, ciao. Hat gut geklappt, Gott sei Dank durfte ich da durchlaufen, weil sonst hätte mich das komplett auseinandergenommen. Steigt Ada auch ab und zu ins Auto? Ja, ja. Also der ist geplant, ist es. Ich bin nächste Woche in Köln und dann lasse ich ihn den Urus da und dann fährt er erstmal fertig, glaube ich, bis Frankreich. Sydney wollte dann in 2 Wochen nach Frankreich und übergibt ihn dann den Mercedes. Und dann fährt er, glaube ich, von dort bis Spanien. Wird aber alles halt nicht im Video drin sein. Ein unglaublicher Umweg gewesen. Wo muss ich jetzt lang? Ich dachte, der läuft nur. Nee. Der fährt auch. Also. Bruder, wo komme ich hier lang, Dicker? Sei halt nur nicht drin im Video. Ach du Scheiße. Boah, war das unangenehm. Aber hat gut geklappt. Es gab keinen anderen Weg. Jetzt bin ich hier auf der Landstraße. Und weiter geht's. An den Bauarbeiten. Adora, danke für den Sammel. Danke. Ich habe extra zu ihm gesagt, dass ich nach Portugal laufe. Das ist wenigstens für ihn ein bisschen nahbarer. Das hätte ich jetzt in New York gesagt, dann. Keine Ahnung. Ich glaube, dann hätte er komplett gesagt: Ach komm, Digga, lass ihn mal in Ruhe. Der Regen hat Gott sei Dank ein bisschen aufgehört. Bei Kilometer 14 jetzt. Noch ungefähr so 17 Kilometer bis zum nächsten Dorf. Dann haben wir es gleich geschafft. So kalt. Digga, dann rennt er da im Regen, in der Kälte, alleine. Und der läuft ja, ihr müsst euch ja überlegen, wenn ihr irgendwo hinläuft, dann wisst ihr, ihr kommt ja irgendwo mal zu Hause an. Er läuft ja irgendwo hin und weiß dann nicht genau, was dann halt da ist nach 50 Kilometern. Wenn da halt nichts ist, dann pennt er draußen im Zelt. Hat er jetzt auch schon ein paar Mal gemacht. Das ist ja auch verrückt. Ich spüre meine Hände nicht mehr. Ich bin blitzschnass. Boah. Und ich habe ihn auch noch nie so richtig außer Atem gesehen. Irgendwie. Das ist so heftig. Nach 10 Kilometer, da haben wir es zum ersten Standpunkt geschafft. Digga, ich könnte mein Handy gar nicht halten. Nach der Kilometeranzahl. Boah, war die Strecke hart.
Alter, ich spüre mein Gesicht nicht mehr. Digga, es war so ein Gegenwind. Die ganze Strecke, 32 Kilometer, ich schwöre, hat sich angefühlt, als ob ich jemanden mit mir mitziehe. Das war wirklich geistkrank. Und so befahren, die ganze Zeit, dieser Gegenwind, also Migo, der Druck Migo. Auch noch von den Autos. Manchmal waren die Anstiege so groß, so hoch, dass ich manchmal so ein bisschen mein Gleichgewicht verloren habe. Bin so ein bisschen auf die Straße kurz gekippt. Dann haben die gehupt und dann bin ich wieder so auf die andere. Ja, das war, Alter, egal, Schockschuckit. Wir sind angekommen, 32 Kilometer. Aber war geil. War geil. Richtig geil. Aber ja, ihm macht es halt Spaß, Chat. Also merkst du, also ich... Der ist halt, ja. Ich habe ihn auch schon mal gefragt, ob es ihm Spaß macht, rein das Laufen an sich. Und er meinte zu mir, dass ihn diese Challenge, dass sie ihn halt Bock macht. Also jetzt unabhängig von dem Ding, was er gerade macht, sondern dieses, wenn er es schafft, das macht ihm Spaß. Digga, diese Gespräche mit meinem Schweinehund, crazy. Ich habe ganz jetzt zu ihm gesagt, das ist alles, was du hast. Das ist alles, was du hast. Hast du deine nasse Jacke hier hinten aus Obst und so gelegt? Nee, auf die Tasche. Auf meine Tasche, ne? Also deine Tasche ist doch wasserfest, oder nicht? Ja, extra deswegen. Ja. Gut, dass du das wusstest. Mhm. Super. Weißt du was? Riech ich nach Schweiß? Ja? Ja. Scheiße. Schön später eigene Waschmaschine. Meinst du, es wird draußen trocken, wenn wir es aufhängen? Also die Schuhe sind plitschnass. Laurin, danke für 34. Diese Fliesmützen sind mies, Kenny, ja. Die sind so richtig schön. Denkst du, es regnet wieder? Ich sag mal so, ne? Der April macht, was er will. Bang, bang, back on road. The real definition of beast mode. Irgendwelche Wünsche, wenn du ankommst? Ich weiß nicht, ob das rostet, die Klimmzugstange draußen jetzt? Das Ding ist, ich kann euch immer so ein paar Sachen erzählen, weil ich ja so auch schon länger mit ihm, also ich wusste das schon sehr früh. Ich habe ihm nämlich von der Streaming-Woche erzählt und er meinte, dass er, da hat er mir halt erzählt genau wann das ist, weil er was vorhat mit dem Lauf. War vor einem Monat oder so oder für 5-6 Wochen. Ihr müsst euch überlegen, Chat, das ist auch risikohaft für den Mann gewesen. Also eigentlich läuft das alles, aber ich weiß nicht, ob ihr das so auf dem Schirm habt, aber er muss ja auch die Leute, die mit ihm sind, bezahlen. Die machen das ja nicht aus Spaß. Ja, das kann man ja mal so sagen. Und das ist auch arschteuer, wenn du 2-3 Monate Leute natürlich mit der Technik und hier Benzin und alles und so, das kommt ja alles dazu. Und das Equipment und so, das ist schon nicht ohne. Und das freut mich dann noch auch umso mehr. Bei mir hängt hier fast ein Kabel raus, bin ich noch da. Dass er das Risiko eingegangen ist und es sich lohnt. Sponsoren regeln aber auch, oder? Ja, ja. Ja, Sponsoren sind auch immer schön dabei, immer gut mit am Start, aber meistens ist es so, wenn du, außer du machst es auf einer anderen Plattform, dass du damit nicht alles deckst, also man geht schon, kommt, ich weiß es nicht genau, wie bei ihm das ist, aber man hat da schon trotzdem ein paar Risiken. Würde ich mich freuen, wenn ich ankomme und da hängt ja, der Klimmzugstange. Ja, durch die Videos und so kriegt das ja wieder zurück, aber das hat ja niemand wissen können, wie es ankommt. Geile Wege bis jetzt, so Offroad-Wege, hoppa, hoppa, hopp, hopp, zwei Wochen freier Wildbahn, super. Tag 4, zweiter Lauf des Tages Richtung New York bis zum nächsten Standort, wo wir, glaube ich, relativ gut hausen können. 14 Kilometer entfernt. Dann haben wir heute so auch wieder ein Ultra, 46 Kilometer ungefähr gemacht. Ich halte da schon laufen. Heute wirklich sehr regnerisches Wetter. Auch sehr, sehr windig. Hier geht es jetzt schön bergauf. Was hast du wieder organisiert? Digga, ich habe geklärt. Ja? Ja. Also dürfen wir hier... Ja, das Privatgrundstück. Wir haben Strom, Wasser, wenn du was brauchst, du kannst auch innen drin warm duschen, wenn du willst. Für alles gesorgt. Man merkt jetzt, steht uns ja der Harz bevor, ne? Man merkt schon, es geht langsam hoch. Ich habe denen das erzählt, morgen Harz in einem Dings. Ja. Und sie wird tough. Wird tough? Wird tough, ja. Was haben wir gemacht jetzt? Ja, fast 16. Krass, ne? Guck mal, es sind jetzt 16 und auf dem Navi stand 14. Also es ist auch immer wieder plus, ja, minus. Ja, safe. Lieber mehr als zu wenig. Was ein schönes Grundstück ist das aber. GG's. Erstes Video ist online. Ich hoffe, euch gefällt. Und ich hoffe, wir enttäuschen euch nicht mit dem Content. Ja, man, heute leider einen Tag später gepostet, weil gestern gab es ein paar Komplikationen. Ja, schon. Jetzt die kommenden Tage. Wird dann wahrscheinlich, weil wir weiter weg sind, ein bisschen Freestyle sein. Mhm. Normal Nudeln, Pesto etc. Super ist ein Rot. Lass mir den Gourmet raus. Digga, er sieht auch nicht aus, als wäre er gerade 54 Kilometer gelaufen, ne? Ist fake, ist fake, ist fake. Alles fake.
Er sieht so entspannt Daniel, aus. Daniel, lieber. Warst du entspannt? Er sieht so entspannt ich aus. Ich im Zelt. Ist ein bisschen kalt, aber passt schon. Ich hab nur den Arsch offen. Wenn du nicht mehr kannst, dann mach doch keine Klimmzüge. Setz dich hin, genieß ein bisschen die Sonne, hau dir Paris ein. Ich will nicht als dünner Junge zurückkommen. Ja, aber du musst irgendwo Abstriche machen. Das geht nicht. Ich guck. Hey, den kenne ich. Ja, das bin ich. Leute, das bin ich. Das Video? Du sagst, du bist unterzuckert. Hast du nicht das gesehen? War live im Stream. Was ich wusste gar nicht, dass er da live, sag, also dass er da eine Aufnahme hat. Da muss ich ein bisschen entspannen, schön dein Leben. Du gehst an die Klimmzugstange. Wo habt ihr die Stange überhaupt her? Lass die zu Hause. Ich hab die bei Amazon extra geholt, dass man die am Baum befestigen kann. Dass ich wenigstens irgendwo, wenn ein guter Baum ist, dass ich ein paar Klimmzüge machen kann. Wie läuft's? Läuft gut. Wir haben heute wieder Glück gehabt. Die Familie hat uns wieder auf den Garten gelassen. Hä, wie krass, Digga. Wie freudig sind die? Ja, Bro. Ich schwöre, wenn du... Am Anfang sind die immer ein bisschen skeptisch. Aber dann, wenn du halt erzählst, was du machst und so, dann für was du das machst, dann Eli da, wo Hype ist. Finden die das cool so eigentlich. Und also dann, du fragst sie, ob du bei denen im Garten pennen kannst? Sagen wir halt, ja, wir laufen nach New York und dann sind die ein bisschen verstört und sagen dann, dass wir hier irgendwo kurz parken können und dann irgendwie, ja, schlafen können. Und die meisten sind die dann... Wo bist du gerade? Wir sind jetzt hier irgendwo kurz vorm Harz. Also jetzt morgen laufe ich durch die Berge, ja. Morgen 47 Kilometer durch die Berge wahrscheinlich. Und wann bist du so zum ersten Mal nicht mehr in Deutschland? Boah, ich glaube, das dauert noch so 10 Tage. Aber das wird voll geil, wenn du dann siehst. Der läuft ja, glaube ich, an der Küste auch entlang. Das wird voll geil anzusehen. Wenn er da so durch die Berge läuft, wird auch hart. Wenn er so durch die Berge läuft in Spanien und dann so komplett auch durch Frankreich. Und da kann er hier nicht, glaube ich, einfach sagen, bonjour, ich laufe nach Spanien. Ja, ich weiß nicht, ob die den da lassen. Ja, das wird sehr interessant. 10 Tage bin ich in Frankreich. Na gut, ich schalte dich nicht auf. Leg die Beine hoch. Mach ich, Bro. Leg die Beine hoch. Ciao. Grüße, ciao, ciao. Super, Jello. Mir wird übel, wenn ich das sehe. Oh. Dieses Geräusch provoziert mich aber auch. Dieser Strich dann da, nach 50 Kilometern, das provoziert mich, wirklich, ehrlich. Ich rufe nicht an, Chat, ich will nicht jedes Mal anrufen. Moin, ich hab bei Strava. Ach, Strava, gut. Ja, und dann also? Hab ich gedacht, na, du bist einmal hier in der Gegend, ja. Hier kommst du wahrscheinlich nie wieder hin. Und da hab ich gedacht, können wir vielleicht ein Foto machen. Sehr gerne. Morgen erwarten mich ein paar Berge, oder? Hart? Oh ja, durch dich habe ich mit Sport angefangen. Echt? Ja, Ende Januar habe ich erst angefangen. Du hast mich jetzt motiviert. Viel Erfolg, viel Gesundheit weiterhin. Ebenfalls. Zieh durch. Ciao, ciao. Hat er jetzt. Ist das ekelhaft. Hartz, wo seid ihr? Cyborg Season. Also läufst du hauptsächlich Straße dann, Asphalt? Also je nachdem, was der Navi mir anzeigt. Also oft ist es Landstraße, manchmal ist es halt quer durch den Wald, wo gefühlt nur Moos und irgendwelche Stöcker sind. Ich verstehe nicht mal, wie Google Maps diese Wege überhaupt anzeigen kann. Ja, dann viel Spaß im Harz die nächsten Tage. Ja. Also wir haben geguckt, morgens auf jeden Fall trocken über den Tag. Also es soll nur bis 6 Uhr morgens regnen. Digga, ich dachte, ich habe schon einen Twitch-Bann. Boah! Ich hab den Twitch-Ball schon gesehen. Ich dachte, er hält da seine Nudel hin und pisst. Ist das krank, Digga. Was hast du also da das jetzt? Ist jetzt nochmal? Quitterapfel. Ich hätte den Urlaub genommen. Boah, genau meins. Cheaterweise trinken, ja. Jungs, schwer, dass ich teile mit dir. Sehr, sehr lecker. So Leute, herzlich willkommen bei Cyborgs Kitchen. Heute auf dem Special-Menü. Wir machen heute schön Dinkel-Vollkornlocken mit Dinkelpenne gemixt. Wir mixen einfach. Und dazu hartgekochte Eier mit Pesto. Ja, was soll ich jetzt sagen? Ich glaube, das werdet ihr sehr oft sehen in den Vlogs. Also Wasser kocht schon, Salz haben wir auch schon reingemacht. Wir machen jetzt hier 1 Kilo Nudeln. Wir brauchen die Kohlenhydrate. Wie lange dauert? 1 Kilo Nudeln? Eier am besten? Ich glaube 5 Minuten, ne? Wie magst du ihn? Weich oder hart? Genau dieser, auf Türkisch nennt man das Kayısı.
Das nennt man so, wenn es so noch ein bisschen ganz flüssig, aber dieser, genau dieser schmale Grat. Weißt du, so dieses... Da musst du 7 Minuten und 20 Sekunden. Ich glaube, die Nudeln brauchen 6 Minuten, der braucht 6 Minuten. Toxic, dann für 18. Und der braucht 7 bis 9 Minuten. Ja, stopp. Fickst du die gleich einzeln raus? Ja. Ist die Luft hier drin, was willst du sagen? Bruder, wo pennt der? Der da, wo er halt gerade ist, ab, mal, also der hat schon mal im Wald gepennt, im Zelt. Der hat mal in so einer Pension schon geschlafen. Der hat bei Leuten im Garten geschlafen. Das ist immer so... Wie es halt gerade möglich ist, ne? Ich sag dir ehrlich, mir ist gerade sehr gut, dass es so ein bisschen dampft und ein bisschen warm ist. Weil mir war die ganze Zeit kalt. Okay, also ich mache ja einfach den Timer jetzt auf 8 Minuten. Ich glaube, 8 Minuten sind wir alle zufrieden. Wir sehen uns gleich bei Mampfen. Super. Oh, Schwermetalle auf Dings. So, passt. Guten Appetit, Männer. Und Mädels. Alle, die zuschauen. Mhm. Super. Sehr gut geworden. Was ist hier so? Super. Mein neues Bett. Eine Isomatte. Ein paar Decken. Habe ich mich jetzt hier hinten eingenistet. Auf einen hoffentlich erholsamen Schlaf. Weil morgen geht's in den Harz. Warten einige Kilometer auf mich wieder. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like da, abonniert den Kanal, würde ich mich sehr, sehr freuen. Checkt auch meinen Strava-Account ab, falls ihr nochmal die Routen besser erkennen wollt. Vielen Dank für eure Liebe, ich weiß das sehr zu schätzen. Ich hoffe, das zweite Video hat euch gefallen, Episode 2. Bis zum nächsten Video. Supersens. Ja, krank. 70.000 Likes, Digga. Ich schwöre, das ist so krank. Everything has changed. Every day.